Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier bei Familie Mondschein. Und ja, die Kiddos werden bald gealtert. Mein Hund ist laut. Hallo? What is going on there? Are you okay? Das Baby schreit. Cool. I love it. Very much. So startet man nämlich gerne in eine Folge hier. Hallo, willst du Hi sagen? Da ist die Kamera. Da. Alles klar. Ach, Bibi. Hi. Die Leute haben dich bestimmt vermisst. So, mein Hund chillt jetzt hier einfach neben mir. Also, ich finde, das ist gut. Ich lasse ihn einfach mal in Foren provozieren, weil seine Schämfähigkeit sehr hoch ist. Und das wollen wir natürlich, ne? Also, dass er hier Level 3 erreicht, weil wir wollen natürlich, dass sich hier alle krass werden im Leben. Wieso stehst du um 2 Uhr nachts auf? Aber ich akzeptiere es, weil Leben funktioniert anscheinend so. Mitternachts Snack erstmal gönnen. Wie sieht's mit deinen Fähigkeiten aus? Geschicklichkeit kannst du noch erhöhen. Deswegen mach einfach. Los geht's. Man kriegt kein Geld mehr für die Dinger. Krass. Aber wir brauchen, also nicht, dass wir das Geld bräuchten, aber entweder ist das durch einen Glitch kaputt oder das soll so sein. Aber mir soll's egal sein gerade. Es ist Winter! Woo! Oh, wait. Wait. Wir haben Sonntag, das heißt, die Kiddos werden gealtert. Hör auf rumzuheulen. Deine Windel ist gleich nicht mehr voll, Girl. Boy, meine ich natürlich. Und du bist neugierig. Kind sieht auf jeden Fall fancy aus. Stimmt, das Kind heißt Eilish, das habe ich schon wieder vergessen. Hoppla. So, und du bist wild. Oh, lol. Hi. Cool, auf jeden Fall, aber... Didn't see that coming. Wieso ist der Balken gelb? Hallo? Spiel, was willst du von mir? Wenn ich ihn zurücksetze, passiert dann irgendwas, weil das ist weird. Oh mein Gott, bitch, what the fuck. Egal, was ich tue. Okay. Ich finde, das ist jetzt okay gewesen, dass ich da getweetet habe, ja? Legt ihr auch immer eure Hausaufgaben auf den Teller? Perfekt. Natürlich wird das Kind wach, wenn alle schlafen. Man kennt's. Wenn man alle früh schlafen schickt und deswegen jetzt alle um 3 Uhr nachts schon wach sind. Rabatttag. Wie viel müssen wir nochmal ausgeben, um das zu schaffen? Koffer haben wir bergt im Wert von mindestens 500 Simoleons. Okay, mal gucken. Schaffen wir, du wurdest eingeladen. Aber da steht es nochmal. Aber ich bezweifle, dass ich eingeladen wurde. Nö, es steht ja nirgends auch. Ich raste aus, was soll das? Oh, schön, das wird hier auch so nochmal aufgezeigt. Das finde ich cool. Rechnung bezahlen 340. Bruder, das ist ja nichts. Das ist jetzt, seit diesem Update ist das so viel weniger geworden. Also, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich fand ich es immer ganz gut, dass halt auch so teure Rechnungen waren, weil vor allem jetzt, wir haben ja doch ein recht großes Haus so und in meinem privaten Spielstand habe ich auch ein recht großes Haus. Also ich finde es unrealistisch, dass ich jetzt auf einmal nur noch so 340 zahlen muss, wenn ich davor irgendwie teilweise sogar 3000 oder so gezahlt habe. Klar wird das jetzt anders berechnet und so, aber weiß ich nicht. Also es darf ruhig schon so teuer bleiben. Oder dass man wenigstens einstellen kann, welche Preisrange. Weil ich glaube, das kann man nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall nichts gefunden. I don't know. Weil ich meine, hier, wir haben genug Geld. Also wir können ruhig viel ausgeben. So, das ist jetzt nicht das Problem.
Und da wir jetzt einmal Zeit dafür haben, lesen wir das Kind in den Schlaf, wenn das klappt. Oh, klappt das? Oh, Mann, ich hasse das. Aber egal. Gut, und weil ich denke, dass wir ein paar Kinder altern müssen und ich jetzt aber nicht mehr so die Zeit habe, beziehungsweise ich bin sehr, sehr müde, es ist nachts, werde ich jetzt hier die Folge beenden, damit wir uns dann dem Altern etc. uns komplett widmen können, wenn wir halt das nächste Mal so dabei sind. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!